Ginsta ist ein sehr vielschichtiger Gin, also er hat eine ganz, ganz schöne Zitrusnote, man kann tolle Drinks damit machen, Gin Tonic sowieso, ganz klar, aber auch mal ein Gin Fizz oder ein Gimlet, das passt auch perfekt. Das Schönste ist, dass Ginsta komplett regional ist. Das heißt, alles, was drin ist, kommt entweder aus Stuttgart oder der Region. Wir haben regionale Händler, wir arbeiten mit der Stuttgarter Markthalle zusammen, wir haben Gärtnereien, wo wir auch ganz tolle Waren beziehen und wir bauen vieles auch selbst an. Also wir haben eigene Wacholderbüsche zum Beispiel, die wachsen in den Weinbergen von Markus' Eltern und das ist natürlich für uns auch super. Bei uns wird auch wirklich alles handgemacht. Wir brennen auch selbst. Die Brennerei haben wir nach meinem Opa benannt, der hat das Ganze damals aufgebaut und wir führen dieses Erbe jetzt weiter. Ihm wird es unglaublich stolz machen, wenn er sehen könnte, mit welcher Energie und Freude wir in der Brennerei stehen. Es ist ganz schwer, von einem einzigen Highlight zu sprechen. Wir sind beide riesengroße Gin-Fans. Wir haben unseren Lieblings-Gin gemacht und wir freuen uns über jeden, der auch Spaß mit dem Gin hat, der Ginsta gerne trinkt. Aber dass wir am Ende wirklich den World Spirits Award gewinnen konnten, die Goldmedaille und somit den Spirituosen-Oscar nach Stuttgart geholt haben, das hätten wir nie gedacht. Das ist ein absoluter Traum, der da in Erfüllung gegangen ist.